Zusammen gekommen sind und aus dem Grund, weil das Wort Gottes sich heute erfüllen soll. Die Bibel sagt in Matthäus 28, geht hinaus, Abvers 19 bis 20, geht hinaus und macht aus allen Nationen meine Jünger, lehret sie alles zu bewahren, was ich euch gelehrt habe, und taufet sie im Namen des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Das ist der Auftrag von Jesus. Markus Kapitel 16 sagt, Abvers 15, 16, wer glaubt und getauft wird, soll errettet sein. Das bedeutet, die Taufe fängt immer mit dem Glauben an. Und wie fängt der Glaube an? Es ist eine Sache des Herzens. Wie gesagt, wenn wir im Herzen glauben und aus dem Munde bekennen, sollen wir errettet sein. Sagt Römer 9, 10 bis 9. Das bedeutet, der Glaube fängt immer mit einem Bekenntnis an. Und jedes Bekenntnis fängt zuerst mit einer Buße an. So, die erste Botschaft, die Jesus verkündigt hat, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Die erste Botschaft, die Johannes gepredigt hat, tut Buße. Wir beten dich an. Kaltes Kreuz in hellem Glanz. Leeres Grab. Und Siegestanz. Der Weg ist frei. Wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir. Kommt und seht, Jesus lebt. Auferstanden. Wir wollen heute Giuseppe taufen und wir taufen dich heute im Namen Jesus. Halleluja. Und Gemeinde vor der geistlichen und der natürlichen Welt wird heute Silvia getauft im Namen Jesus. Der Gemeinde von Freunden und Geistern und auch der natürlichen Welt. Wir taufen dich heute im Namen Jesu. Ja, im Namen Jesus Christus. Durch dein Kreuz sind wir frei. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du über sie kommst. Dass du, Heiliger Geist, sie erfüllst neu mit Kraft. Dass du sie taufst, Heiliger Geist, sie erfüllst von deiner Liebe, Herr, dass du jeden einzelnen erfüllst mit neuen Gaben, mit neuen Sprachgaben, mit neuen Gaben des Heiligen Geistes, die über euch kommen, dass der Heilige Geist euch erfülle mit Kraft und euch ausrüste. Genau, einfach die Empfindung wahrnehmen können, was passiert, während oder davor, wie auch immer. Was kannst du sagen? Also ich bin sehr fasziniert, weil es ist sehr traditionell, genauso wie Jesus getauft worden ist. Also es hat mich sehr, sehr inspiriert und es ist einfach wundervoll. Dankeschön. Halleluja. Amen.
Gibt es noch jemanden? Ja, ich würde gerne was sagen. Und zwar, ich habe nicht erwartet, dass ich doch so emotional für mich werden würde. Also vielleicht, als ich den Schritt eins reingegangen bin, habe ich gemerkt, ich hatte mit den Tränen dann zu kämpfen. Und nach dem Moment, wo ich reingegangen bin, wieder rausgekommen, es war wunderschön.